Tag der deutschen Einheit, in diesem Jahr der 30. Der erste neue Erzbischof des wiederbegründeten Erzbistums Hamburg, Ludwig Aberkamp, der hat damals häufig wohl gesagt, es braucht eine ganze Generation, bis die deutsche Einheit wirklich verinnerlicht ist. Mit 30 Jahren dürften wir so die Etappe einer ganzen Generation geschafft haben. Ich glaube, da ist viel verinnerlicht worden, in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch in der Kirche, gerade auch in unserem Erzbistum Hamburg, das ja große Teile im ehemaligen Westen und ehemaligen Osten hat und das ein Bistum der Einheit ist und immer weiter werden soll. Deswegen können wir dankbar sein für das, was wir empfangen haben, was uns geschenkt worden ist in dieser großartigen Stunde der Geschichte und woran viele Menschen weiter gearbeitet haben. Aber wir sollten auch nicht nachlassen, diesen Weg der Einheit weiter zu beschreiten. Und das wollen wir sozusagen im Erzbistum Hamburg auch weiter tun, als Bistum der Einheit. In diesem Sinne einen frohen, dankbaren, gesegneten und guten Nationalfeiertag der deutschen Einheit.